Teilnehmer am Start, das ist die Teilnehmerliste. Nummer 1 Dani Gwee mit Johann Scherber, 2 Ilio Rock, der österreichische Rekordinhaber mit einem Kilometerrekord von 1:15:09 mit Gerhard Martinu. Dann Snake Breathe mit dem in Graz stationierten Trainer Keitner, Ofni mit Albert Plüschek, der Schwede Maskerade Kandor mit Hans Svensson, der dann auch den Hunja die Favoriten fahren wird. Dann Hello Crown mit Dieter Marz und schließlich Titan Gourmet aus Oberösterreich mit Amateurfahrer Wilhelm Huemer. Wenn Sie letztes Jahr bei unserem Traber-Roulette-Rennen mitgespielt haben, dann werden Ihnen vor allem zwei Pferdenamen bekannt vorkommen, Titan Gourmet und Eagle Rock. Die beiden lieferten sich damals im Roulette-Rennen ein großes Duell und Titan Gourmet hat gewonnen. Das sind die beiden Favoriten, aber auch Dani Gwee, ein aus österreichischer Zucht stammender sechsjähriger Hengst mit Johann Scherber, hat gewisse Außenseiterchancen. Das ist ein amerikanisch gezogener Importhengst, Snaker Breath, ein sehr schnelles Pferd, dem allerdings ein bisschen das Stehvermögen abgeht. Allerdings bei einer Distanz von 1800 Metern befindet sich dieser Amerikaner in seinem Metier. Hello Crown kommt hier mit Dieter Marz, ein Pferd, das normalerweise stark pullt. Also da hat sein Fahrer ziemlich viel in der Hand. Sie sehen auch, wie sich Dieter Marz schon ziemlich zurücklehnt. Ein deutsch gezogenes Pferd zählt auch in der Klasse der internationalen Traber hier in der Kreau seit längerem zu den Besten. Aber die Favoriten sind zweifellos Eagle Rock, dieser eisenharte Hengst. Hier kommt er als letzter zum Startauto gefahren aus dem Stall Auli mit Gerhard Martinu. Hat heuer schon 470.000 Schilling gewonnen, 22 Mal gestartet, 8 Mal gewonnen, 11 Mal platziert. Also dieses Pferd ist wirklich ein Muster an Treue und beeindruckt immer wieder durch seine Speedstärke. Der große Gegner allerdings, der aus Schweden stammende Titan Gourmet, gemeinsam mit Vicky Mee, mit Eagle Rock und mit Dale Gwee. Das sind wohl die vier derzeit besten österreichischen Traber. Am Start ist Dani Gwee, wie wir gesehen haben, eingesprungen. Und Hello Crown übernimmt zunächst vorne das Kommando, übernimmt die Spitze vor Snaker Breath. Dann an dritter Stelle kommt der dänische Hengst in schwedischem Besitz, Maskerade Kandor, der sich nun anschickt, bereits außen die Spitze zu übernehmen. Hans Svensson lässt also hier, wie es so schön heißt, nichts anbrennen, übernimmt das Kommando und hat die Spitze. Darauf reagiert auch bereits Titan Gourmet mit Wilhelm Huemer, kommt außen in zweiter Spur bereits aufgetaucht in vorderer Position, holt sich jetzt die zweite Position neben Hello Crown, dann folgt dahinter Snaker Breath, dann ist John Fünfter in guter Lage jetzt, kurz nach dem Start bereits Eagle Rock, dann innen dahinter Ofni und letzter ist der wieder parierte Dani Gwee. Vorne bestimmt also Maskerade Kandor das Tempo, drückt weiterhin auf das Tempo, das mit 1:14 für den ersten Kilometer ohnehin schnell genug ist. Maskerade Kandor ist ja eigentlich nur ein Begleitpferd für den Hunja, die Favoriten Indus. Aber in diesem Raiffeisenbank Cup gibt es immerhin auch 28.000 Schilling als Siegprämie zu gewinnen. Also da könnte auch dieses Pferd, wenn er vorne bleibt, mehr als seine Spesen für den Transport hereinbringen. Aber die Entscheidung wird erst jetzt auf der Gegengeraden fallen. Maskerade Kandor mit Hans Svensson liegt vorne, Titan Gourmet an zweiter Position außen, Hello Crown ist dritter und dahinter taucht auch schon der Kopf von Eagle Rock auf, der immer am Schluss besonders stark ist und auch heute wird er zweifellos seine Speed-Qualitäten am Schluss einsetzen, wird versuchen, auf den letzten Metern das Rennen noch für sich zu entscheiden. Es ist noch keine Entscheidung also gefallen, noch ist die Spannung hier offen. Maskerade Kandor mit Svensson führt zwar auch im Schlussbogen, noch mit einer Länge etwa. Hello Crown fällt ein wenig zurück. Titan Gourmet ist nun eindeutig klarer Zweiter. Und hinter Hello Crown kommt noch einmal Dani Gwee außen auf, trotz seines Fehlers am Start. Und dazwischen liegt Eagle Rock, der aber heute ein bisschen spießig geht. Das Feld ist im Einlauf und es schaut nun doch nach einem deutlichen Sieg des Gastes aus Schweden aus. Denn Maskerade Kandor setzt sich auf der Zielgeraden überraschend deutlich noch ab vor Titan Gourmet. Eagle Rock ist Dritter. Es wird also ein Sieg des ausländischen Pferdes und zwar ein überlegener. Zweiter Titan Gourmet, Dritter Eagle Rock, Vierter ganz knapp Ofni, glaube ich, noch vor Dani Gwee. Da ist der Sieger Maskerade Kandor, ein dänisch gezogenes Pferd, erst 4 Jahre alt. Und das ist ein guter Auftakt für seinen Fahrer und Trainer Hans Svensson. Hier sehen wir noch einmal den großen Abstand, den der Sieger zum Restfeld im Ziel hat. Das sind gut 7, 8 Längen, würde ich sagen, auf Titan Gourmet. Dann dritter Eagle Rock, der ein
bisschen vielleicht unter den Erwartungen gelaufen ist. Mascarade Candor also, der zuletzt in München auch in einem Rahmenrennen während des Preises der Besten geschlagen wurde, hier in der Kreau heute im Raiffeisenbank Cup der große Sieger für seinen Fahrer und Trainer Hans Svensson, also ein gutes Omen für den Höhepunkt des heutigen Tages für das Graf Kalmann Hunja, die Gedenkrennen.